Entscheidung brachte sich durch diesen Fehler von Otten selbst und unnötigerweise in Bedrängnis. 22. Spielminute, Sigur Winsson, Pasic mit viel Übersicht, Aldöver und das 1:0, die verdiente Führung für den VfB Stuttgart. Werders große Chance zum Ausgleich, 7 Minuten vor der Pause, Kutzow. Doch auf der Linie gerettet. Turbulenz im Stuttgarter Strafraum. Doch Ersatztorhüter Jäger konnte seinen Kasten sauber halten. Halbzeitstand vor 65.000 Zuschauern 1:0 für den VfB und Stuttgart stürmte weiter. Schäfer, Müller, Algöver und das 2:0, der 21. Saisontreffer des Stuttgarters. In der Folgezeit wurde Bremen förmlich an die Wand gespielt. Nur Torhüter Budenski und der Stuttgarter Schussschwäche war es zu verdanken, dass es weiterhin nur 2:0 hieß. Algöver und Klinsmann mit zwei hochkarätigen Möglichkeiten. Das alles so Mitte der zweiten Halbzeit. Bremen musste natürlich stürmend die Abwehr öffnen und das schaffte Raum für Stuttgarter Konter. Sigur Winsson, Pasic und einer von zwei Pfostenschüssen in diesem Spiel. Dann die 80. Minute, eine von 17 Bremer Ecken. Burgsmüller und der Anschluss nur noch 2:1. Und die letzte Möglichkeit im Spiel hatte Werder 30 Sekunden vor dem Spielende. Petzai, aber es hat nicht sollen sein. Insgesamt ein verdienter 2:1-Sieg des VfB Stuttgart und Erfolgstrainer Entenmann nach seinem letzten Heimspiel begeistert gefeiert. Karl Algöver, Ihr Kommentar zum Spiel? Ja, ich glaube, die Zuschauer haben immer wieder ein super Fußballspiel gesehen von beiden Seiten und ich hoffe, dass es eine Werbung war für die neue Saison. Also Vorwürfe kann man niemand machen, dass der VfB passiv gespielt hat. Es hätte ja auch 5:0 stehen können kurz vor Schluss, oder? Ja, wenn wir also, auch ich, die Chancen besser ausgenutzt hätten, hätten wir sicherlich noch höher machen können. Aber die Bremer hatten auch Chancen für 3-4 Tore, muss man auch sagen. Aber die waren irgendwie zu heiß auf dieses Spiel und ich kann es eigentlich nicht verstehen, warum die so große Nervosität gezeigt haben. Weil denen hätte auch ein Unentschieden genügt und uns eigentlich auch. Von daher hätten wir eigentlich ein ruhiges Spiel entstehen. Aber ich habe gesagt, oder gestern schon, wenn wir das erste Tor machen, sehen die Zuschauer hier ein super Fußballspiel. Und ich glaube, das ist eingetreten. Sie haben ja nicht wie ein Meister gespielt, die Bremer, und kein Aufbäumen, nichts war zu sehen. Wie können Sie das erklären? Ja, aufgrund der großen Nervosität am Anfang. Die Bremer haben, trotzdem, obwohl wir kein Vorchecken gespielt haben, haben sie keine Ruhe ins Spiel gebracht. Und ich glaube, wer Meister werden will, muss das in Auswärtsspielen schaffen. Und wir wären also mit einem Punkt auch zufrieden gewesen, haben auch versucht zu gewinnen und haben halt Deckungsschwächen der Bremer ausgenutzt. Haben Sie mit irgendeinem Gegenspieler gesprochen? Waren die sehr traurig am Schluss? Haben Sie bald resigniert? Ja, die Bremer haben gesagt, die letzten 2 Minuten, wir sollen weggehen, wir sollen den Ball ins Tor reinlassen. Aber ich glaube, das können wir vor allem den Zuschauern hier nicht bieten, dass wir da andere Mannschaften Tore schießen lassen. Das können wir uns also nicht erlauben. Gönnen Sie den Bayern die Meisterschaft? Ja, ich gönne sie ihnen deshalb, weil wir jetzt im UEFA im Pokal der Pokalsieger mitspielen. Von daher gönne ich sie. Aber Sie wollen trotzdem noch gegen die Bayern nächsten Samstag gewinnen? Ja, am liebsten wären wir das gleiche Resultat. Danke. Wir wollten aus eigener Kraft und aus eigenem Spiel heraus den UEFA-Cup-Platz erreichen. Und uns ist es aufgrund von diesem 2:1-Sieg gelungen. Und ich glaube, dass die Zuschauer, die Gott sei Dank sehr zahlreich waren, bis zum Schluss ein gutes, zum Teil dramatisches Spiel gesehen haben. Wie gesagt, mir schien es ganz wichtig, dass wir uns aus eigener Kraft diese Möglichkeit offen lassen. So wie es aussieht, die Anhänger von uns sind alle sehr zufrieden. Der Einzige, der traurig ist, das bin ich, weil das, so wie es bis jetzt aussieht, mein letztes Spiel hier war in diesem Bereich. Danke.